Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video hier in WWE Champions. Leute, der nächste Superstar hält Einzug in unser heiß geliebtes WWE Champions-Spiel, nämlich der gute Mankind Mr. Socko. Der gute Mankind, wir haben ja eine Variation schon im Spiel da, ne? Showboard kennt er, Cactus Jack, wisst ihr schon Bescheid. Dude Love ist auch am Start und jetzt kriegt man halt noch eine Techniker-Variante, nämlich Mankind Mr. Socko. An der Stelle, ich muss es immer wieder erwähnen, der kleine Hinweis, dass mir dieser Superstar nur testweise von Scopely zur Verfügung gestellt wurde und nach Aufnahme dieses Videos aus meinem Roster verschwinden wird und ich ihn mir erspielen muss, wie jeder andere und euch auch. Punkto erspielen, ne? Wir haben das Showdown Socko Event jetzt gerade am Start zu dem Augenblick, wo ich das Video aufnehme. Da hat jeder die Möglichkeit, sich den Guten zu erspielen. Ich möchte mit euch zwei Movesets heute durchgehen, aber bevor wir das machen, gehen wir hier mal ganz kurz durch. Gehen wir auf seine Coach-Eigenschaft, gilt nur für Striker, nämlich dass die Stärke von gegnerischen Multiplikatoren, Schutz- und Verstärkerjuwelen maximal um 35% reduziert wird. Link und Ausrüstung hat er die Rockin' Socko Connection, die kennen wir schon. Dann haben wir die Attitude Error Verbindung, übrigens die Rockin' Socko Connection mit Blutungsmanöver 15.000 Schaden mehr. Ist nicht zu verachten, weil Blutungsmanöver ist das, was ich auch am interessantesten bei diesem Mankind finde. Zusätzliche Ausrüstung hat er keine. So Leute, wir gehen in die Manöver. Wir gehen in die Manöver, weil ich bin heiß, euch das zu zeigen, weil ich dieses Moveset, gleich das erste, was wir jetzt spielen, es ist dreifarbig, wie wir sehen, ist das, was in meinen Augen die Granate ist bei Mankind. Ist auch nicht 5 Sterne notwendig für dieses Moveset, bei 5 Sternen kommt nämlich der Double Arm DDT dazu, da kümmern wir uns später drum. Ich möchte jetzt erstmal um diese drei Moves hier reden. So, wir fangen mal am besten in der Reihenfolge an, wie wir spielen. Wir haben hier nämlich in der Mitte den Two-Handed Bulldog. Du verursachst 2700 Schaden und wählst einen Bereich der Größe 1x3 aus, der in gelbe Juwelen umgewandelt werden soll. Ein 1-MP-Move. Immer wieder eklig, wenn man solche Gegner natürlich im Showdown zur Verfügung als Gegner hat oder in der Faction Feud. Aber es ist natürlich auch immer wieder geil, selber mit solchen Superstars zu spielen. Warum benutzen wir diesen Move? Wir wollen nämlich den Groin Kick leveln. Den Groin Kick wollen wir natürlich ausführen. Du verursachst knapp 34.000 Schaden und 86.000 Blutungsschaden bei deinem Gegner und zwar für 2 Runden. Enormer Blutungsschaden, richtig gut. Und dann haben wir noch die Mandible Claw ganz am Ende. Der Move, ob er gezündet wird, ist eher fragwürdig, weil das ist eher so Beiwerk, das ist der Finisher. Du verursachst 80.000 Schaden und wählst 4 Spalten aus, um daraus Beschädiger-Juwelen zu machen und den Gegner pinnen. So, Leute, das Moveset ist total geil. Ihr werdet es aber auch gleich live erleben. Wen habe ich als Trainer drin? Ich habe als Trainer drin den guten Seth Rollins. Ja, ich spreche es nun mal falsch aus. Ich spreche ihn einfach so aus. Der den Blutungsschaden noch ein bisschen erhöht. Ihr seht, wir sind jetzt bei, vorhin waren es irgendwas mit um die 80.000, sind jetzt hier bei 125.000 Blutungsschaden pro Runde. Sprich, in 2 Runden sind 250.000 Energie, sind einfach mal weg. Das ist richtig geil. Und wir haben natürlich unseren Two-Handed Bulldog, mit dem wir in jeder Runde 1x3 Gelb erzeugen und somit diesen Groin Kick öfter spielen. So, bei dem nächsten Trainer, feel free Leute, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe mich jetzt für den Techniker Kevin Owens entschieden, um ganz einfach dem Finisher noch ein bisschen mehr Impact zu verleihen, den er zusätzlich durch die Beschädiger-Juwelen schon hat. Feel free. Ich habe es gesehen bei manchen anderen Content-Creator-Kollegen, das ist vollkommen in Ordnung. Die haben den Showboat Stone Cold Steve Austin mit reingehauen, damit sie ein paar mehr gelbe Gems am Anfang auf dem Board haben. Kann man machen, bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Coaches lasse ich mit Absicht immer wieder weg. Das ist die Trainerbesetzung. So gehen wir rein und Leute, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange. Ich habe mir als Gegner den guten Hot Rod Roddy Piper ausgesucht. Klar, weil ich bei der Royal Rumble Tour noch nicht so weit gespielt habe. Natürlich jetzt nicht unbedingt ein Gegner auf Augenhöhe. Aber es ist ja wichtig, dass ihr das Moveset versteht, was ich euch jetzt hier irgendwie übermitteln möchte. Und Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Richtig geil wäre, wenn wir bei dem Board jetzt es irgendwie hinkriegen, dass wir 3 gelbe zusätzlich noch irgendwie mit kaputt kriegen. Das haben wir jetzt nicht. Aber wir haben was anderes und das ist ganz in Ordnung. Ich hoffe nur, dass das klappt. Wir haben hier nämlich einen Joker.
So, wir hoffen, dass nichts zusätzlich mit kaputt geht. Es ist natürlich zusätzlich was mit kaputt gegangen. Es ist zusätzlich jede Menge mit kaputt gegangen. Dann tun wir halt unserem Blutungsmanöverschaden, den Groin Kick, halt einfach eine Runde später spielen. So, das Board ist für den Hot Rod. Das ist genial. Sowas passiert dann immer in der Aufnahme oder wenn ich halt streame. Dann sieht man erstmal so richtig, wie gemein das Spiel zu mir sein kann, wenn ich dann auch noch Gameplay aufnehmen will. So, und wir kommen hier als erstes um die Ecke und machen jetzt hier unseren Groin Kick. 34.000 Schaden und Blutungsschaden 125.000. Je Runde des Gegners. So, da sieht man jetzt nicht viel, aber wir können hier direkt weiter loslegen und das ist ziemlich geil hier. Ja, aber leider der Pin-Balken ist nicht für uns, das muss man ganz einfach mal so sagen. Aber soll es nicht stören. Es geht um die Moves. So, wir könnten jetzt hier noch ein extra Ründchen einlegen. Lass mich ganz kurz gucken. Wir haben auch kein Grün. Das ist nicht unser Board hier, Leute. So, okay, dann machen wir halt nochmal den Move hier. Ganz einfach schon der Tatsache geschuldet, um noch ein bisschen mehr Schaden mitzunehmen. Ich mach das mal hier, damit ich einen Vierer habe, damit ich dann nämlich den Grün dort mit erwische, dass es in der Richtung auch ein kleines bisschen weitergeht. So, Leute, jetzt der Gegner dran. Blutung. Warte mal, ah, scheiße, er kommt leider raus, ist egal. Aber jetzt ist er dran. Blutung. Bäm. Seht das? Der hat jetzt bloß noch 100.000. Blutungsschaden ist nicht zu verachten. Es gibt Superstars, die das richtig geil nutzen. Mir fällt zum Beispiel der Trickster The Rock jetzt auch nochmal gleich ein. Ja, so, wir machen weiter. Ihr seht's, wir haben unseren Groin Kick wieder am Start. Das spricht, in der nächsten Runde ist der Hot Rod sowieso in Gefahr. Klar, wir müssen jetzt hier ein bisschen was einstecken. So eine kleine Packung tut jedem mal ein bisschen gut. So, machen wir hier mal so hier. Zack, hier, alles in Ordnung. So, ihr seht's, es geht gar nicht um den Finisher, den wir hier mitnehmen. Wir machen wieder unseren Groin Kick, damit das Ding erledigt ist hier. So, aber wie gesagt, der Schaden geht erst weg, der Blutungsschaden, wenn der Gegner dran ist. Das darf man nicht vergessen. So, Pinbalken ist schon wieder nicht für uns. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch eine kleine Extra-Runde hier einlegen können. Da habe ich nicht gedacht hier, wegen den bekloppten Beutekisten. Aber ich sag mal, wir nehmen hier Grün mit. Ich denke mal, das hat sich dann sowieso gegessen jetzt. Weil, wenn der Pin ist, Blutung, bup, Gefahr. Das war's. Das ist ein geiles Moveset. Also mit diesem Blutungsmanöver, ich finde das richtig, richtig gut. Und das macht Mankind, also ich sag's ganz ehrlich, wenn ich Mankind kriegen sollte, ist das das Moveset, mit dem ich spiele. Vor allem ist es auch ein schönes Moveset, da musst du nicht auf Trainer switchen. Ne? Wenn du dann mal Showdown den mitnimmst, wenn du den in der Fehde mitnimmst, du musst keine Trainer mehr umswitchen. Ne? Weil Seth Rollins brauchen viele jetzt nicht so unbedingt. Kevin Owens kannst du drinnen lassen oder manche, die da ihren Stone Cold Divorce in Showboat mit reinballern, alles in Ordnung. Leute, geiles Moveset. Geiles Moveset, muss ich sagen. Ich will euch aber noch ein anderes zeigen, was ich auch nicht so blöd finde, aber es kommt bei weitem nicht an das ran, was wir hier gerade hatten. So, wir gehen hier mal auf Managen und switchen hier mal ein bisschen um. Ich muss nur ganz kurz gucken. Ich brauche jetzt nämlich den hier. Und ich brauche den hier. So. Wir gehen die ganze Geschichte auch mal ganz kurz durch, in der Reihenfolge, wie wir sie auch spielen würden. Da haben wir einmal in der Mitte den Tree of Woo, oder Woe Double X Handle. Du verursachst 34.000 Schaden und wählst 4 Juwelen aus, um daraus grün zu machen. So, dann würden wir als nächstes in der Reihenfolge die Manable Claw spielen, wo wichtig ist, dass es ein Finisher ist. Sprich, der Zug ist dann beendet und der Gegner wird gepinnt. Bei der Manable Claw verursachen wir 80.000 Schaden und wählen 4 Spalten aus, um daraus Beschädiger zu machen. Kennen wir schon. Und in dem nächsten Turn, in der Hoffnung, dass noch möglichst viele Beschädiger-Juwelen übrig sind, spielen wir den Running Knee Lift. Das ist ein Finisher, du verursachst 122.000 Schaden plus knapp, also 18.000 Schaden zusätzlich für jeden Beschädiger. Kann richtig böser Pin-Versuch werden. Problem ist, dass es 2 Finisher sind und die halt von Turns voneinander getrennt sein müssen. Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt mal ganz kurz die anderen Moves mit angesprochen, Leute. Wir haben hier nämlich noch einen anderen Grün. Sprich, man könnte Mankind tatsächlich dreifach grün spielen. Das ist ja eine Eigenschaft, die die Superstars auf 5 Sterne jetzt mit sich bringen. Haben hier nämlich den Double Arm DDT. Du verursachst 36.000 Schaden und machst 7 Beschädiger-Juwelen zu grün. Kann man machen. Kann man wirklich machen, es dauert halt nur, bis die grünen Manöver voll sind. Ihr seht, 12 Aufladung, 9 Aufladung, gut, ist wie hier. Ich bin trotzdem kein Freund davon, weil
du weißt nie, was passiert, weil die Beschädiger-Juwelen der Gegner wird viele kaputt machen, dann sind nicht mehr viele da und ach und was weiß ich nicht alles. Und so, wenn das Board scheiße liegt, liegt es dann noch mehr scheiße, wenn Grün überhaupt nicht für dich da ist. Deshalb bin ich ein Freund davon, es so zu spielen. So, dann haben wir noch als möglichen Move den Reversal. Du verursachst 10.000 Schaden, kommst halt aus dem Pin raus, tust dann 3 zufällige Juwelen gegen gelbe tauschen, ne? Und ja, Juwelen, die kaputt gehen während des Pin-Versuchs, ja, haben keine Wirkung auf deine Manöverpunkte. Leute, interessiert mich nicht so ein Move. Bin ich ganz ehrlich, bin ich absolut kein Freund davon. Vielleicht sind sie cool, interessiert mich aber nicht. So, wir müssen natürlich Trainer ein bisschen umswitchen. Gleich mal raus hier mit den Guten. Ihr seht ja schon, in welche Richtung es geht. Wir wollen natürlich unseren violetten Move hier ein kleines bisschen hochdonnern. Müssen dafür natürlich den guten Xavier Woods hier mal ein bisschen akquirieren, um mal ein bisschen Fremdwörter hier mit einzubeziehen. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn viele Razor haben. Wäre cool, könnte einsetzen. Man kann aber auch auf Schaden der Beschädiger-Juwelen gehen. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser Move als allerletztes in der Kette erst kommt und vorher vielleicht schon andere Sachen passieren. Deshalb bin ich trotzdem ein Freund davon, dahingehend zu agieren, dass man wirklich mehr grüne Gems hier macht. Weil die Moves mit 12 Manöverpunkten sind jetzt nicht ganz ohne. Ich muss den guten Triple H King of Kings nehmen. Ich könnte natürlich hier für mich zur Unterstützung, weil ich hier Glück habe, den Razor Ramon Hall of Fame noch nehmen. Der macht nämlich ohne einen grünen mehr auch eine geile Sache. Ist so mein Razor Light. So, wir gehen jetzt hier mal rein, machen dasselbe nochmal. Und hoffen... wir müssen einfach hoffen, dass jetzt hier am Anfang Violett liegt, damit wir unsere Kette der Kausalität, Mensch, heute ist richtig das Phrasenschwein unterwegs hier, ne? Ist das nicht irre, Leute? Dass wir unsere Kette dahin kriegen. Ne, das ist ganz wichtig. Violett sieht richtig pisse aus. Müssen wir uns hier unterhalten. Wir machen hier mal ein bisschen Grün kaputt. Guck mal, also noch ein bisschen da was kaputt gegangen. Okay. Aber kein Violett. Das ist natürlich mies. So, wir gucken mal, was er jetzt kaputt macht. Vielleicht rutscht ja was. Gucke mal, hier ist doch Violett da. Ich hoffe, dass der gute Hotword jetzt hier nicht vorher schon schlapp macht. Damit ich euch die Moves hier so ein kleines bisschen zeigen kann. Sehe ich aber, könnte aber ein Problem werden. weil natürlich der Schaden immer ziemlich krass ist. Aber Leute, ich versuche darauf zu achten, weil wir nämlich tatsächlich so viele Grüne gar nicht mehr brauchen. Oh ja, gib's mir. So. Wir machen hier mal ein kleines bisschen kaputt. Das ist natürlich unser Vorteil. 5 Sterne, da ist natürlich der Juwelenschaden da. So, wir gucken mal. Wir brauchen im Prinzip eigentlich nur jeweils 2 Grüne. Und da machen wir uns jetzt so gar nicht heiß. Da mache ich jetzt hier eben mal den hier. Und dann hat sich das. Wir könnten natürlich noch viel mehr setzen, aber ganz einfach, damit hier nichts passiert und der Kampf wahrscheinlich vorzeitig beendet ist. So, wir fangen an mit unserer Manable Claw, machen 80.000 Schaden und setzen ganze 4 Spalten für Beschädiger-Juwelen. Natürlich so ein bisschen gucken, dass eventuell welche übrig bleiben, Leute. Aber natürlich ist es ein schöner Pin-Versuch, das darf man auch mal nicht vergessen. Weil bei Beschädiger-Juwelen macht der Gegner nun mal einfach keinen Schaden. Zum Glück ist er rausgekommen. Damit wir uns den Rest nämlich noch angucken können. Wir gucken hier mal nach oben, ne? 307.000 Gesundheitspunkte hat der Gute noch. Macht uns jetzt hier ein paar Beschädiger kaputt, das alte Dreckbein. Aber ist in Ordnung. Kommen wir mit klar. So, und jetzt, wir gucken, 307.000. So, wir kommen jetzt hier, 120.000 bringt der Move sowieso schon. Und dann plus 20.000 je Beschädiger. Leute, wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soll ich weiterzählen? Leute, ihr wisst ganz genau, was passiert. Es wird Zeit für den Schmerz. Guckt. Bip. Das war's, Lars. Geiles Moveset. Muss man wirklich so sagen, deeper Impact, so möchte man es ausdrücken. Gerade bei Fights gegen 5-Sterne-Gegner, sage ich wirklich, ist das eine Option. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass deshalb ist dieses Moveset bei mir auf Stufe 2. Ja, total geil, Arne Banane, wir haben jetzt hier
Pin-Versuch gehabt. Ich weiß gar nicht, 400.000 oder sowas das gewesen wären. Sogar noch mehr. Geil. Aber vergesst die Geschichte mit dem Blutungsschaden nicht. Das andere ist ein ENMP-Move gelb. Wo wir, ENMP-Move, wo wir unsere drei gelben Gems dort setzen. Das ist eine sichere Bank. Ne, also, und dann kannst du diesen Groin-Kick machen, machst den Blutungsschaden 2 Runden, 120.000. Wenn ihr einen Seth Rollins noch weiter gelevelt habt, macht ihr sogar noch mehr Schaden, Blutungsschaden. Ne? Deshalb, Leute, sollte die Entscheidung doch wohl feststehen. Ich will euch nicht einreden, aber, Leute, sei mal ehrlich, sind beide Movesets sind geil. Es sind beide Movesets geil. Mir gefällt aber tatsächlich das erste mit am besten. Nämlich mit dem Groin-Kick. Und unseren schönen 1-MP-Move, den Two-Handled Bulldog. So, das ist meine Empfehlung. So würde ich ihn spielen. So würde ich ihn spielen. Und Leute, ich würde beinahe mal sagen, dass wir an der Stelle das Video ruhig beenden können. Ist ein geiler Superstar, Mankind, Mr. Socko. Ich sag's ganz ehrlich, ich fänd's richtig geil, wenn ich den hab, aber ich sag auch ganz ehrlich, dass ich mit Attitude Era Superstars ganz schön zugebombt bin und ich da eh nicht weiß, wen ich gerade level. Deshalb, es wäre ein geiler Superstar. Definitiv. Aber ich sag's, wenn ich ihn jetzt nicht hätte, würde für mich die Welt definitiv nicht untergehen. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ich ihn hätte. Und dann würde ich ihn so spielen. So wie er jetzt gerade ist, so würde ich ihn spielen. Gut, Leute, soll es gewesen sein. Ich drücke euch die Daumen für alle die, die richtig Bock haben, sich Mankind zu ergattern. Und mir bleibt an der Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.